Moldawien, offiziell Republik Moldau, liegt in Osteuropa zwischen Rumänien im Westen und der Ukraine im Osten. Das Land hat eine Fläche von gut 33.000 Quadratkilometern, in etwa die Fläche von Nordrhein-Westfalen und rund 2,5 Millionen Einwohner. Hauptstadt und mit Abstand größte Stadt ist mit 500.000 Einwohnern Chișinău. Die Bevölkerung ist mehrheitlich orthodox und rumänischsprachig. Daneben werden regional weitere Sprachen gesprochen. Dazu später mehr. Im Osten Moldawiens liegt der abtrünnige Staat Transnistrien, der zwar international nicht anerkannt ist, aber faktisch unabhängig von der Regierung in Chișinău ist. Hauptstadt des Gebiets ist Tiraspol. Aber warum gehört Moldawien nicht zu Rumänien? Und warum gibt es Transnistrien überhaupt? Um diese Fragen zu beantworten, werfen wir einen Blick auf die Geschichte der Region. Im 14. und 15. Jahrhundert gehörte die Region westlich und östlich des Flusses Prut, der heute die Grenze zwischen Rumänien und Moldawien bildet, zum Fürstentum Moldau. Im 16. Jahrhundert wurde das Gebiet vom Osmanischen Reich unterworfen. 1812 musste das Osmanische Reich das nun als Bessarabien bezeichnete und mehrheitlich von Rumänen bewohnte Gebiet an das Russische Reich abtreten. 1878 wurde die Unabhängigkeit Rumäniens anerkannt und die Gebiete westlich des Prut wurden Teil des jungen rumänischen Staats. Nach Ende des Ersten Weltkriegs und dem Zerfall Österreich-Ungarns fiel nicht nur Transsilvanien an Rumänien, sondern auch Bessarabien und der Fluss Dniester wurde zur Grenze zwischen dem Königreich Rumänien und der Sowjetunion. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs verleibte sich die Sowjetunion das Gebiet östlich des Prut ein. Der Budschak, also der südliche Teil Bessarabiens, ging an die Ukraine. Und unter Zunahme eines Landstreifens östlich des Dniester wurde die Moldauische Sozialistische Sowjetrepublik gegründet. Während der Sowjetherrschaft wurden in Moldawien Industrien angesiedelt und es kam zum Zuzug von Russen und anderen Menschen aus der gesamten UdSSR. Gleichzeitig wurde das kleine Land zum größten Weinproduzenten der gesamten Sowjetunion. Moldawien wurde 1991 unabhängig. Mit dem Zerfall der Sowjetunion traten die ethnischen Spannungen offen zutage. 1992 eskalierte die Lage und es kam zu einem bewaffneten Konflikt. Neben moldauischen und transnistrischen Einheiten kämpften zahlreiche Freiwillige auf beiden Seiten. Nach Eingreifen der russischen Armee wurde ein Waffenstillstand geschlossen und Moldawien verlor endgültig die Kontrolle über das Gebiet jenseits des Dniester, also Transnistrien. Die Amtssprachen Transnistriens sind Russisch, Ukrainisch und Rumänisch, das hier als Moldauisch bezeichnet wird und mit kyrillischen Buchstaben geschrieben wird. Die drei Volksgruppen machen jeweils rund ein Drittel der Bevölkerung aus. In Moldawien ist Rumänisch zwar die einzige Amtssprache, das Russische nimmt aber aus historischen Gründen eine Sonderrolle ein und wird von den meisten Einwohnern als Fremdsprache beherrscht. In der autonomen Region Gagausien im Süden Moldawiens ist Gagausisch, eine dem Türkischen sehr ähnliche Sprache, offiziell anerkannt. Daneben werden in einigen Ortschaften Ukrainisch und Bulgarisch gesprochen. Der Binnenstaat hat keinen direkten Zugang zum Schwarzen Meer, verfügt aber über einen schmalen Landstreifen an der Donau, wo sich der internationale Freihafen Giurgiulești befindet. Zu den wichtigsten Exportgütern gehört weiterhin Wein. Dazu kommen Obst- und Gemüsekonserven. Heute gilt Moldawien als Armenhaus Europas. Die Bevölkerung blickt teils hoffnungsvoll nach Westen, teils nostalgisch nach Osten. Die vorherrschende Korruption und der ungelöste Transnistrien-Konflikt stellen bleibende Entwicklungshindernisse dar. Hin und wieder wird von Politikern beider Seiten eine Wiedervereinigung zwischen Rumänien und Moldawien ins Spiel gebracht. Der wirtschaftliche Aspekt würde ein solches Unterfangen jedoch vor eine große Herausforderung stellen. Das rumänische BIP pro Kopf betrug 2019 12.800 Dollar, während das BIP Moldawiens gerade einmal 4.400 Dollar pro Kopf betrug. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.